So, hallo und herzlich willkommen zum dritten Part von Donkey Kong Country Tropical Freeze. Wir haben das letzte Mal die zweite Welt angefangen und heute geht es weiter mit Level 2.2 Alpnashorn. Genau, ich bin bereit und los geht's. Ich bin gespannt, was uns wieder erwartet. Genau. Aber Alpnashorn, das hört sich doch schon mal nach Rambi an, oder? Oder täusche ich mich? Ja, doch, da unten sehe ich schon Rambi-Steine, wenn die so heißen. Ich weiß es nicht. Hoppla. Hoppla. So, komm her. Genau. Und... wartet mal. Wenn wir das schon gesehen haben, dass da hinten ein Stein ist, dann kontrollieren wir auch, was hier ist. Ein Puzzleteil. Alles klar. Da, 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 da. Ich mag auch wieder die Musik. Sehr schön und passend zur Stimmung des Levels. Ne? Da, 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 da. Rambi macht alles kaputt. Da, 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 da. Da, 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 da. Also der kann sogar die Häuser umrennen. Ja, was geht ab, Rambi? Was geht ab? Krass. Krass auf jeden Fall. Oh, schaut mal, wie er aus dem... wie er aus dem Fass guckt. Sieht ja lustig aus. Genau. Schönes Detail. Okay. Checkpoint. Nice. Hoppla, erstmal gegen die Wand laufen. So muss das sein. Wow. Okay. Und wartet mal. Ich möchte gerne wissen, was hier drin ist. Da waren nur ein paar Bananen. Okay. Aber man weiß ja nicht, ne? Vielleicht wäre auch was anderes drin gewesen. Und das Haus mache ich auch kaputt. Ach, ich muss Sprung nehmen. Zack. Wir machen alle Häuser kaputt. Genau. Super. Nice. Okay, zweiter Checkpoint. Und hier müssen wir jetzt stampfen. Geht das auch mit Rambi? Ja, das geht. Das geht auch mit Rambi. Das ist gut. Also, und jetzt stürzt wieder alles ein, oder was? Was geht ab bei diesem Spiel? Dauernd stürzt was ein. Also, Sicherheit ist bei Retro Studios nicht so groß geschrieben. Und aufpassen bei mir auch nicht. Genau. Okay. Aber wir kommen ja gleich wieder an die Stelle zurück. Das passt schon. Das passt schon. So. Rennen wir einfach durch. So wie die ganze Zeit eigentlich. Genau. Jetzt haben wir halt nicht mehr den Wirbelsprung. Aber das ist nicht schlimm. Wow. Ey, das ist aber auch... ist aber auch gemein hier. Ne? Schon ein bisschen. Genau. Okay. Okay, also. Das stört schon wieder alles zusammen. Ey! Mann! Dieses Level ist schon ein bisschen schwer. Zumindest ab hier. Vorher ging es eigentlich klar, finde ich. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich finde, hier wird es jetzt schon ein bisschen kniffliger. Finde ich auf jeden Fall. Genau. Ey, und ich... na komm. Ich mache jetzt einfach mal ohne Rambi weiter. Das heißt, ich töte mich. Genau. War alles geplant. Komm schon. Ich möchte zum nächsten Checkpoint. Ey, warum stampft er jetzt nicht? Jetzt wollte er nicht stampfen. Da konnte ich jetzt nichts für. Aber auch blöd. Die Renntaste und die Stampftaste ist die gleiche. Ja gut. Ist klar, dass der Rambi da was verwechselt. Ist ja nur ein Nashorn. Der weiß nicht so viel. Genau. Ich finde auch schade, dass sie nur noch Rambi in den neuen Donkey Kong Country teilen. Eingebracht haben. Früher gab es ja noch andere Tiere.
Ich weiß nicht, ob ich schon mal erzählt habe, aber da gab es noch einige andere Tiere. Genau. Ah, und der nächste Checkpoint, nice. Warte mal, ist hier unten was? Okay. Ja, tatsächlich. Ey, und jetzt wird alles immer brüchiger, oder was? Wow. Ja, komm. Aber egal. Egal, wir hatten den Checkpoint. Nicht so schlimm. Okay. Und schwupps. Hab schon verstanden. Ich muss hier immer hin und her springen. Genau. So. Und hier hoch. Dann stürzt wieder alles zusammen. Wie soll es auch sonst sein hier? In so einem Rambi-Level, ne? Da stürzt ja immer alles zusammen. So. Wow, okay. Ich glaube, ich habe Rambi gerettet, dadurch, dass ich von ihm abgesprungen bin. Ist auch lustig. Wow. Ah, jetzt konnte ich ihn nicht mehr retten. Aber ich versuche mal, ohne ihn weiterzumachen. Ich weiß nicht, wie lange das Level noch ist. Theoretisch dürfte es ja gar nicht mal mehr so lang sein. Genau. Okay. Ja, den Schluss noch ohne Rambi, aber okay. Hauptsache, wir haben es geschafft. Genau. Auch mit ein paar Fails, aber gut, Leute. Fails gehören dazu. Genau. Okay. Machen wir weiter mit 2, 3 Laubeshymnen. Das klingt Laubeshymnen. Das klingt nach solchen Hörnern, oder? So Hymnen, so. Ich weiß nicht. Wir werden sehen. Wir werden sehen. Genau. Hoppla. Ah, solche Blätter. Ist mit Laubeshymnen gemeint. Ja gut, Laub. Das hätte ich auch bedenken können. Wow. So, wen nehmen wir denn? Ich hätte gesagt Dixie. Weil Dixie ist mal wahrscheinlich wieder am besten. Ist sie ja oft. Genau. Ah doch, und hier sind solche Hörner. Also hatte ich doch recht. Hoppla. Idiot. Aber egal. Da war noch mein Herz. Deshalb ist der Schaden oder der Gegentreffer nicht so schlimm. Und wieder das Feuerschwein! Warte, hier oben geht's weiter. Das ist hier ein Puzzleteil. Okay. Zack. Und. Okay. Ich sehe schon, wir müssen wohl in diesem Level viel auf diesen Blättern balancieren. Beziehungsweise uns fortbewegen. Genau, wow. Okay. Dann noch mal das Warzenschwein töten. Okay. Da muss ich jetzt aufpassen mit seinem Feuer. Na hoppla. Kann ich auf ihn drauf springen? Ja, kann ich. Okay. Kann ich. Warte mal. Was ist hier oben? Ist hier ein Herz vielleicht? Ist hier bitte ein Herz? Hallo. Kuckuck. Nur Bananen. Okay. Aber wir kriegen später bestimmt wieder ein Herz. Genau. So. Da, da, da. Okay, check the point. Nice. Nice. Wow. Und hier sind jetzt Stacheln an der Decke. Das heißt, ich darf mich nicht anhauen, sonst verliere ich Dixie. Genau. Ach, okay. So viel dazu. So viel dazu. Aber ich versuche mal weiter zu machen. Ey, dieses Blatt ist ja ultra klein. Wow. Da muss man schon echt präzise springen. Da muss man echt präzise springen. Okay. Okay. Und. Schwupps. Genau. Dann hangle ich mich mal hier lang. Ah gut, hier kriege ich wieder die Dixie. Perfekt. Komm, geh mal aus dem Weg, Pinguin. Geh mal aus dem Weg, bitte. Dankeschön. So, whoops. Und. So.
Oh nein, das Warzenschwein kommt wieder, das Feuerschwein, wie auch immer. Das ist schon ein gefährliches Viech. Und den Gegner habe ich gar nicht gesehen. Den schon, aber gut. Checkpoint wieder, okay. Kann ja auch nicht mehr so lang das. Kann ja auch nicht mehr so lang sein, das Level, oder? Oder täusche ich mich? Mal schauen, wir werden sehen. Wenn hier schon das G war, ne? Ah, hier ist schon das Ziel, das glaube ich aber. Nein, Spaß, wir müssen noch mal in so ein Horn rein. Keine Ahnung warum, fragt mich nicht. Fragt mich nicht warum. Okay. So, genau. Dann müssen wir immer warten, bis da die Luft durchkommt, sozusagen. Das Gebläse, wie auch immer. Hoppla. Hoppla. Komm, gehen. An. Hat nicht ganz hoch gereicht. Aber jetzt komm. Jetzt aber komm. Jetzt reicht es ganz nach oben. Und hier ist dann das Ziel. Genau. So, dann muss ich mich nochmal festhalten. Und. Zack. Okay. Nice. Aber das war auch wieder ein gefährliches Level. Muss man schon sagen. Das war auch wieder gefährlich. Da war auch sehr viel in der Luft. Beziehungsweise ohne Boden, die Passagen. Okay. Machen wir noch ein Level? Ja, komm. Wir probieren noch mal ein Level zu machen. Ich weiß nicht, ob wir es schon ganz machen werden. Mal schauen. So eine Schreinerei kommt jetzt auf jeden Fall noch. Genau. War das nicht sogar ein Lorenlevel? War das nicht sogar ein Lorenlevel? Ja, tatsächlich. Dann habe ich es richtig in Erinnerung. Okay. Aber wir probieren es mal ein paar Mal. Sonst machen wir das im nächsten Part. Weil. Allzu lang möchte ich meine Videos ja nie machen. Wie ihr ja bekanntlich wissen solltet. Genau. Okay. Schwupps. Okay. Okay, aber den ersten Checkpoint haben wir schon mal erreicht. Das ist gut. Jetzt fallen wir so in so einen Holzklotz. Das ist auch sehr cool gemacht auf jeden Fall. Und es geht ins Wasser. Lorenlevel im Wasser sozusagen. Hatte man auch bisher noch nie so gesehen. Genau so. Ich duck mich mal durchgängig, sicherheitshalber. Genau. Zack. Und hier immer schön hüpfen. Wow. Der Sprung war gerade knapp berechnet. Beziehungsweise da hatte man echt wenig Zeit, den auszuführen. Okay. Genau. Und nochmal ein Checkpoint. Ja, bisher läuft es eigentlich, ne? Bisher läuft es eigentlich. Von mir aus kann es gerne so weitergehen. Genau. Okay, so. Ups, ja, hochhüpfen. Oh, was muss ich denn jetzt machen? Also ist das knapp berechnet. Wow. Alter Schwede. Wow. Okay. War's das? Das war's. Boah. Das war jetzt aber nochmal schwierig auf jeden Fall. Aber First Try, oder? Das Lorenlevel. Ich glaube, das Lorenlevel war ein First Try. Ja, nice. Und wir haben eine schöne Länge für den Part. Genau. Deshalb. Oder komm. Wir schauen nochmal in Funkys Krimskrams-Kiste. Das haben wir auch noch nicht gemacht. Das machen wir noch kurz. So, hier können wir auf jeden Fall einige Ballons und Sachen kaufen. Wenn wir mal wo nicht weiterkommen sollten. Genau. Und ja, das ist einfach ein kleiner Shop. Wollte ich euch mal nur noch kurz gezeigt haben. Und dann würde ich sagen,
das nächste Mal geht es weiter mit der Luftschloss-Romantik. Und wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich natürlich über eine positive oder konstruktive Kritik freuen. Und ansonsten danke ich auch schon wieder fürs Zuschauen und tschüss.